Das neue BMW Mittelklasse-Coupé. Muskulös und trotzdem elegant. Dynamisch, trotzdem komfortabel. Ein Dreier und trotzdem eine Nummer größer. In Ingolstadt wird's bereits gemacht, in Stuttgart genauso und jetzt eben auch in München. Aus dem Dreier-Coupé, dem Cabrio und später auch dem viertürigen Grand-Coupé wird jetzt der Vierer. Die Münchner sagen, sie haben bei diesem Fahrzeug alles Relevante noch einmal verbessert, also eigentlich einen draufgesetzt. Aus der 3 wird jetzt eine 4. Mal sehen, ob das alles nur Zahlenspielerei ist oder ob das wirklich stimmt. Ein, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt beim neuen Vierer ist ganz klar das Design. Innen hat sich gegenüber der Dreier Limousine kaum was getan, zumindest wenn man seinen Blick aufs Dashboard und auf die Armaturen richtet. Das Cockpit ist also eigentlich identisch. Wo sich was getan hat, das ist hinten. Zwei ausgearbeitete Sitzschalen, die machen den Vierer zum Viersitzer. Ich saß vorhin schon hinten und muss sagen, überraschend viel Platz. Mit meinen knapp 1,80 Meter reicht es hinten für eine kurze Mitfahrt. Nur die Kopffreiheit ist ein wenig knapp, geschuldet dem Außendesign. Kurze Überhänge, lange Motorhaube, flacher, weich ins Heck auslaufender Aufbau, filigrane Dachstreben. Hier hat BMW in der Tat einen draufgesetzt. Am breitesten ist die Karosserie nicht wie üblich an den Türgriffen, sondern an den hinteren Kotflügeln. Das lässt den Vierer richtig muskulös wirken. Jeweils 1,4 cm länger und breiter als die Limousine. Die Spur weitet sich vorne um 2 mm, hinten um 10. Aber vor allem die 6,7 cm flachere Linie und das Tieferlegen um 1 cm sind dafür verantwortlich, dass das Coupé satt dasteht. Auch der Schwerpunkt liegt jetzt tiefer, weniger als einen halben Meter über dem Asphalt. Damit hat der Vierer den tiefsten Schwerpunkt in der aktuellen Modellpalette. Außerdem sagt BMW, es sei eines der sportlichsten Serienfahrzeuge aus München. Behaupten kann man viel, wir wollen das genauer wissen und auch testen. Die Landstraße eignet sich leider nur bedingt dafür, aber dafür haben wir eine Lösung. Sport Plus Modus rein und los auf die Rennstrecke. Hier kann das Coupé sich und wir uns austoben. Zum Marktstart kann man zwischen dem 420D mit 184 PS, dem 428i mit 245 PS und dem 435i wählen. Wir haben uns für letzteren entschieden. Der rein Sechszylinder leistet 306 PS und hat ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h. Der Sprint von 0 auf 100 ist in 5,1 Sekunden absolviert. Spontaner Antritt, seidenweicher Lauf, cremige Drehfreude, der heiße, sonorige Klang, so erwartet man das von BMW. Der Motor harmoniert mit der schnellen 8-Gang-Sportautomatik wie ein Uhrwerk. Eine nahezu perfekte Antriebseinheit, derzeit wahrscheinlich die Benchmark. Die Achsverteilung von 50 zu 50 und der erwähnt niedrige Schwerpunkt, der Vierer fährt so, wie es die Theorie verspricht. Sehr präzise, fein ausbalanciert und hochagil. Die Lenkung chirurgisch direkt, das ESP spricht sensibel an. Zumindest mit diesem Motor und den 19 Zöllern ist das Vierer Coupé die versprochene Fahrspaßmaschine. Auch in puncto Komfort und Usability geht BMW eine Nummer weiter. Das Kofferraumvolumen sinkt gegenüber der Limousine lediglich um 35 Liter auf 445. Die Rückbank ist auf Wunsch dreiteilig klappbar. Dazu zahlreiche neue Assistenten. Ob eigenständiges Abbremsen, Spurwechselwarner, Frontkamera oder das Connected Car System, welches das Coupé mit Internet und Smartphone verbindet, es gibt kaum etwas, was der neue Vierer gegen Aufpreis nicht kann. Bleibt am Ende natürlich die Frage, was soll der ganze Spaß hier kosten? 35.750 Euro für das Einstiegsmodell, den 420i in der Basis wohlgemerkt. Das Fahrzeug, was wir hier getestet haben, der 435i, der kostet schon satte 49.950 Euro, auch in der Basis. Wenn man dann überlegt, wie endlos lang die Liste der Extras ist, dann ist es wohl eine Leichtigkeit, den Preis schnell über 70.000 Euro zu jagen. Also auch hier beim Preis halten die Münchner ihr Versprechen bei allen relevanten Punkten einen draufzusetzen. Aber vom Preis mal abgesehen, das neue Coupé ist ein wirklich schönes, ein dynamisches und gelungenes Fahrzeug, das zu Recht seine eigene Baureihe verdient. Die einzige Frage, die wir uns nicht beantworten konnten, ist, warum hat BMW so lange dafür gebraucht und bisher den anderen dieses Feld überlassen? Alles Schnee von gestern. Die Herren aus Ingolstadt und Stuttgart werden in Zukunft wieder sorgenvoller nach München blicken.